Ja gut, vielen Dank. Vielen Dank auch für die Einladung. Ich freue mich sehr, hier zu sein. Nachdem die zwei anderen ausgefallen sind, die zwei anderen Startups, versuche ich das alles irgendwie zusammenzupacken und vielleicht die Diskussion auch ein bisschen interaktiv zu machen. Also wenn es irgendwelche Fragen gibt, ich glaube, das wär super, wenn ihr die auch zwischendurch stellt und da doch vielleicht auch ein bisschen eine Interaktion zustande kommt. Nachdem ich jetzt auch ein bisschen länger Zeit habe, habe ich mir gedacht, ich bringe sie alle mal auf eine Forschungsreise ein bisschen durch Kärntek durch, unseren Weg, wie wir zu dem gekommen sind, wo wir heute stehen. Ich komme gerade von unserem Produktionsstandort in Herzogenburg, wo wir mittlerweile einen Produktionsbetrieb haben und mehrere tausend Tonnen Kerne verarbeiten. Und der Weg dorthin, der war sehr steinig, sage ich mal, und es liegt auch noch ein steiniger Weg vor uns. Und ich werde versuchen, heute ein bisschen von der technischen Sicht und von der Forschung- und Entwicklungssicht das Ganze zu erzählen. Ja, mein Name ist Sebastian Jeschko, ich bin einer der Gründer der Firma Kärntek. Prinzipiell mein Background ist Maschinenbau, also wenn ich irgendwo chemisch mein Halbwissen präsentiere, dann bitte nicht lachen, ja. Ich bin als Maschinenbauer quasi in die Lebensmittelindustrie und auch ein bisschen in die Biotechnologie gerutscht durch Kärntek. Und ich würde Sie gerne einladen, sich jetzt mal ganz kurz in vier Jugendliche hineinzuversetzen, die vor 4, 5 Jahren mit einer kleinen Idee begonnen haben. Das Ganze hat angefangen, als ich mit drei Freunden in der Wachau unterwegs war, bei einem Marienbauer namens Herzinger. Und dort haben wir so ein Bild vorgefunden. Das sind riesige Berge von Steinobstkernen. Also den Kernen von Marillen, Kirschen und Zwetschgen. Und wir sind bei diesen Marienbauern gesessen und wie es halt so ist bei jungen Studenten, die fragen immer, ob es irgendwo Probleme gibt und wie man die angehen könnte. Zwei meiner Mitgründer waren da gerade auf der Wirtschaftsuniversität in so einem Innovations- und Entrepreneurship-Programm und dementsprechend natürlich auch besonders interessiert, wo gibt es Probleme, die es zu lösen gibt. Und dieser Marillenbauer hat uns dann davon erzählt, dass er weiß, dass in diesen Kernen, die da zuhauf irgendwo am Rande der Produktion liegen, dass da Samen drin stecken und dass diese Samen ein enormes Potenzial haben. Von den Nährwerten her, man kann sie vergleichen wie mit einer Nuss. So, das, was der Bauer nicht hatte zu der Zeit, ist Zeit. Wie es oft bei Bauern ist, die sind einfach mit vielen Dingen beschäftigt und hatten einfach keine Zeit, sich damit zu beschäftigen, wie kriegt man eigentlich diesen harten Kern auf und wie kriegt man diesen Samen heraus. Und gerade für vier Jungs, die eh genug Zeit haben in dem Studium, war das ein gefundenes Fressen, im wahrsten Sinne des Wortes. Und wir haben uns auf die Suche gemacht, erstens mal nach Technologien, wie man mal diesen Kern dort aufbekommt, und auf der anderen Seite nach dem Markt. Weil was wir natürlich nicht wussten ist, würde diesen Kern auch irgendjemand kaufen. Die erste große Erkenntnis, und das ist das, was hier steht, alles auf Englisch, weil das gleichzeitig auch das Pitch-Deck ist für unsere gerade laufende Finanzierungsrunde, ist, dass es allein in Europa 500.000 Tonnen an Steinobstkernen gibt, die weggeworfen werden. Mit weggeworfen meine ich wirklich, dass die irgendwo verschimmeln und teilweise zahlen die Unternehmen dafür, dass die abtransportiert werden. Die, die es noch ganz gescheit gemacht haben, die finden irgendwelche Unternehmen, die ihnen das abkaufen für den Brennwert. Ja. Das heißt, prinzipiell mal, es ist genug Nachschub da. Die Frage ist aber, ist das Produkt interessant? Also haben wir mal mit der Hand die Kerne aufgeknackt und schauen, was eigentlich drin ist. Und das sind diese tollen Samen, die in den Steinobstkernen stecken. Also das sind Kirschkerne ganz links, in der Mitte sind das Zwetschgenkerne und das ganz außen rechts, das sind Marillenkerne. Jetzt sieht man, die haben eine gewisse Ähnlichkeit zur Mandel. Ja, vor allem die Marillenkerne schauen eigentlich aus wie kleine Mandelkerne. Und es ist auch kein Zufall, weil sie sind eigentlich in der gleichen botanischen Familie.
Und sind dementsprechend auch von den Nährwerten her sehr, sehr ähnlich. Ja? Also wir haben einen eigentlich sehr hohen Proteinanteil, circa ein Viertel ist Protein, fast die Hälfte ist Fett, das heißt vor allem gesunde Fette, mehrfach ungesättigte Fettsäuren. Und wir haben zum Beispiel viel Vitamin E drinnen, ja, natürlich viele Ballaststoffe und so weiter. Man kann es wirklich sehr, sehr gut vergleichen mit Nüssen. So, prinzipiell vom Geschmack her sehr, sehr überzeugend, weil es sehr nussig ist und mit Mandeln eigentlich sehr vergleichbar ist. Das heißt, prinzipiell, die Leute haben sich interessiert gezeigt. Die Frage, die sich dann aber sehr, sehr schnell gestellt hat, ist, warum sind diese Samen nicht schon längst Bestandteil unserer täglichen Ernährung, wenn die eigentlich so super toll sind? Und das ist das, wo wir wieder auf den Boden der Tatsachen zurückgeholt wurden, nämlich es fehlen die Technologien. Und genau dem haben wir uns angenommen. Ich möchte das ganz kurz skizzieren, wo überall Technologien und Wissen gefehlt hat. Das ist nicht nur, wenn man diesen Kern aufkriegt, sondern vieles mehr. Ja. Also es fängt schon an, eigentlich bei der Beschaffung der Kerne. Ja, wo kriegt man die überhaupt her? Ein Marienbauer in der Wachau ist nett, der hat ungefähr eine Tonne Kerne. Man braucht viel, viel mehr, weil ungefähr 10% ist der Samen. Ja. Das heißt, man muss erstmal eine Wertschöpfungskette rund um das ganze System aufbauen, dass man überhaupt in ganz Europa oder in Österreich und dann irgendwann in ganz Europa diese Kerne sammeln kann, die man dann am besten wascht und trocknet, damit sie auch haltbar werden, sonst verschimmeln sie einem. Eine ganz lustige Geschichte dazu, wir haben unseren ersten LKW Kerne abholen wollen in Südtirol und wurden dann Rückweg auf der Grenze aufgehalten und keiner hat uns geglaubt, dass wir einfach nur Kerne herumführen, sondern dass da irgendwas anderes im LKW stecken muss. Die Polizei hat uns so lange aufgehalten, dass uns hinten im LKW die gesamten Kerne verschimmelt sind und ja, wir haben ihn quasi beim Verschimmeln zuschauen können und haben die Ware nicht verwenden können. Also die Logistik dahinter ist eine riesige Herausforderung, weil wir wollen ja Lebensmittel produzieren und damit das Lebensmittel echt bleibt, kann man sich vorstellen, da ist sehr, sehr viel logistischer Aufwand im Hintergrund notwendig. Problem 1 haben wir gelöst. Mittlerweile haben wir in ganz Europa Lieferanten, also wir haben nicht nur österreichische Marillen-, Kirsch-, Zwetschgenbauern, sondern wir holen die Kerne sogar aus Spanien, aus Griechenland und so weiter. Die Frage ist natürlich immer, ob das nachhaltig ist, wenn man so weite Transportwege hat. Die Sache ist die, wir versuchen so viele Transformationsschritte vor Ort zu machen. Derzeit machen wir vor allem das Waschen und Trocknen vor Ort und damit verlieren wir schon mal ca. ein Drittel der Substanz, die wir eben nicht herumschleppen müssen. So. Das ist jetzt mal, sage ich, eher ein wirtschaftliches Problem, wie man das löst mit der Wertschöpfungskette. Jetzt kommen wir eher mal, ich sage mal, in Richtung Forschung. Die Frage ist, wie kriege ich diese Samen überhaupt auf, diese Kerne überhaupt auf? Wir sind damals in der Werkstatt vom Großvater meines Mitgründers gestanden und haben aus allem möglichen Zeug haben wir versucht, irgendwas zu basteln, womit man Kerne aufknacken kann. Ideen gehabt, wie wir nehmen zwei Tischschleifmaschinen, spannen die Kerne da ein und schleudern sie gegen die Wand. Hat gut funktioniert, aber die Wand hat sehr stark darunter gelitten, das heißt, das hat ist nicht besonders skalierbar, sage ich mal. 100.000 Eichhörnchen zu organisieren, die das aufknacken, ist auch nicht skalierbar. Wir sind schlussendlich auf eine ganz eigene Technologie gekommen, die so eine gewisse Scherbewegung auf diese Kerne ausübt und dadurch den Kern so knackt, dass der Samen intakt bleibt. Das könnte man natürlich sagen, man könnte irgendwelche Maschinen aus der Industrie verwenden, das funktioniert aber nicht, weil die Härte von der Schale ist ganz speziell. Ja? Die Schale ist sehr, sehr spröde und wenn man da mit zu viel Druck auf diese Schale einwirkt, dann wird der Samen innen kaputt und dann kann man ihn nicht mehr von der Schale trennen. Ja, also zum Beispiel eine klassische Mandelverarbeitungsmaschine, die gibt es für weiche und für harte Mandeln. Die für die weichen Mandeln, da wird die Maschine kaputt und für die harte Mandeln, da wird der Kern kaputt. Ja,
Das heißt, hier hat es eine eigene Technologie gebraucht. Wir haben sehr, sehr lang dran herumgetüftelt, haben uns Maschinenteile aus irgendwelchen Altbeständen herausgenommen, haben selber gedreht, gefräst, hatten das Glück, einen Freund zu haben, der in einer Dreherei arbeitet, und haben uns somit unsere erste Maschine zusammen gestopselt, die für den ersten Versuchen ziemlich geraucht hat. Aber ich sag mal, der zweite Prototyp war dann so weit, dass wir wirklich eine Maschine hatten, die diese Kerne aufknackt. Und da komme ich jetzt vielleicht auch in, was hier gut reinpasst, ist das Thema Partnerschaften. Wir hatten hier die ersten wichtigen Wegbegleiter, und ich glaube, das ist das, was für Startups eigentlich entscheidend ist. Neben dem Team selbst ist die Wegbegleiter, die man hat, um eine Idee groß werden zu lassen. Wir haben damals Industrieunternehmen gefunden, die uns geholfen haben, diese Technologien in ihren Räumlichkeiten weiterzuentwickeln. Das sind große Anlagenbauer, zum Beispiel die Firma Kimbria, wo wir zum Beispiel auch so Siebmaschinen und so weiter testen konnten, um dann diese Schalen und Samen dann auseinander zu sortieren. Der Schritt, der nach dem Knacken folgen muss. Ohne diese Partnerschaft weiß ich nicht, ob es Kärnte geben würde, weil an solche Maschinen zu kommen, einfach so, ist wahnsinnig schwierig. Ja. Das war also immer der erste Glückstreffer. Wie schaut das jetzt aus? Wir haben eine eigene Produktionslinie bei uns in Herzogenburg stehen, die mittlerweile ca. 2.000 bis 3.000 Kilogramm Kerne pro Stunde verarbeiten kann. Ja. Also das sind mehrere Knacker nebeneinander geschalten, die wir selbst entwickelt haben, die wir auch selbst zusammenbauen, plus etliche Sortiermaschinen. Das sind unterschiedlichste Technologien aus verschiedensten Branchen. Wo sind diese Maschinen her, die bei uns stehen? Die haben wir aus alten Nussmühlen rausgeschnitten, die verlassen sind. Da gibt es ein paar in Österreich, und wir haben dort nette Besitzer gefragt und sind dann mit Kränen gekommen und haben die alten Maschinen rausgenommen, komplett zerlegt, neu zusammengebaut, und jetzt sind sie Produktionsmaschinen. Damit spart man sich als Startup sehr, sehr viel Geld. und so verarbeiten wir jetzt mittlerweile die Samen und die Kerne und die darin liegenden Samen. Ja. Was wir zu dem Zeitpunkt noch nicht gewusst haben, wie wir diese ersten mechanischen Technologien entwickelt haben, ist eigentlich das allergrößte Problem und der eigentliche Hauptgrund, warum Steinobstkerne nicht in unserer Ernährung vorhanden sind, und das ist das Thema Blausäure. Das war uns vor allem deswegen nicht bewusst, weil wegen einer Fehlinformation, die uns mal gegeben wurde, dass prinzipiell in den Steinobstkernen die Blausäure dadurch verschwindet, dass man einfach Kerne röstet, einfach mal kurz erhitzt. Das funktioniert leider nicht, sonst wäre der Weg nicht so steinig gewesen. Also ganz kurz zur Erklärung dahinter: Blausäure ist eigentlich gar nicht in diesen Kernen drin, sondern es liegt vor als Amygdalin in den Zellen. Das ist jetzt nicht nur bei Steinobstkernen so, das ist bei sehr, sehr vielen Lebensmitteln so. Also es ist auch bei Apfelkernen so, ganz viel ist bei Maniok, Cassava, in vielen Ländern eigentlich ein Grundnahrungsmittel, ist das auch drin, Bambus und so weiter. Also, bitte? Leinsamen, ganz viel, genau. Und dementsprechend, das ist jetzt nichts Außergewöhnliches, aber in den Steinobstkernen ist es wahnsinnig hoch. Also Vergleich: Apfelkerne ca. 5 Milligramm Blausäure pro Kilogramm, wenn man es umwandelt in Blausäure. Wir liegen hier bei unseren Kirschkernen ungefähr bei 1500 Milligramm. Ja. Also zu viel. Gut, Sie müssen sich vorstellen, zu der Zeit im Gründungsteam niemand mit einem chemischen Hintergrund. Aber was wir hatten, war Naivität. Und das ist vielleicht ein wichtiges weiteres Rezept, also eine wichtige weitere Zutat zum Erfolgsrezept eines Startups ist die Naivität, weil wir hatten eigentlich alle keine Ahnung von Chemie. Mein Chemiewissen kam noch aus der Schulzeit. Wir hatten einen sehr feuchtfröhlichen Abend mit einer Mischung aus Absinth und Energy Drinks. Und da ist plötzlich eine Idee entstanden, wie man Blausäure aus den Kernen herauslösen kann. Fragen sich vielleicht, wie kommt ein Maschinenbauer in
Und der Alkoholeinfluss auf die Idee zum Extrahieren von Blausäure. Die Sache ist die, wir haben zu dem Zeitpunkt ja Blausäure messen müssen, um zu schauen, ob sie drin ist. Und was wir gemacht haben, ist, wir haben den Leuten auf die Finger geschaut, die diese Messungen durchgeführt haben und haben damit diese einzelnen Schritte verstehen können. Also kurz zur Erklärung, ich habe vorher gesagt, im Kern liegt nicht die Blausäure vor, sondern Amygdalin. Und dieses Amygdalin ist der natürliche Fraßschutz von den Samen, sage ich einmal. Und eigentlich erst, wenn diese Zellen zerstört werden, also in irgendeiner Form perforiert werden, treffen sie auf das Enzym Beta-Glucosidase, das auch in den Kernen vorhanden ist. Und das in Verbindung mit Wasser löst dann diese Reaktion raus, wo unter anderem Blausäure entsteht. Ja. Das heißt, in dem Moment, wo sie gegessen werden und im Magen verdaut werden, entsteht diese Blausäure. Ja. Mit dem Wissen und dem, ich sag mal, der Methodik, die wir beobachtet haben, wie man Blausäure nachweist, sind wir dann auf eine Idee gekommen, wie man das Thema vielleicht lösen kann. Die Idee war ein kompletter Schwachsinn. Sie hat nicht funktioniert. Aber sie war der richtige Anstoß in die richtige Richtung, nämlich wie man ein bisschen out of the box denkt. Wir haben uns zu dem Zeitpunkt von der BOKU Studentinnen geholt, die Biotechnologie studiert haben und haben sie in das Projekt eingeweiht. Und wir sind von dieser Schwachsinnsidee, die nicht funktioniert, Stück für Stück weitergekommen. Dadurch, dass die Idee so weit weg war von allem, was man früher über Blausäureextraktion gekannt hat, waren wir weit genug weg, um out of the box zu denken sozusagen und sind dann Stück für Stück zu einer Technologie gekommen, die schlussendlich in ein Patent übergeführt wurde und mittlerweile eine patentierte Technologie zur Extraktion von Blausäure ist. Und die einzige Technologie, die es am Markt gibt, die Blausäure so schonend aus Lebensmitteln entfernt, dass es keine Auswirkung auf die Qualität des Lebensmittels hat. Ja. Man könnte zum Beispiel sagen, man kocht das Ganze einfach aus, so macht man das bei Maniok oder bei Cassava. Das Problem ist, man verliert eigentlich den kompletten Geschmack und einen wichtigen Teil der Nährstoffe. Bei Maniok und Cassava ist das nicht so ein Problem, bei den Kernen aber schon, weil der Geschmack und gerade auch die Inhaltsstoffe sind hier ganz besonders wichtig und die gehen bei den klassischen Extraktionsmethoden kaputt. So. Hier wieder zum Thema Partnerschaften. Wir haben hier eine wichtige Partnerschaft aufgebaut mit dem AIT und haben unter der Leitung von Herrn Thomas Reichenauer dann ein Forschungsprojekt gemacht, wo wir dieses Patent eben weiterentwickelt haben. Wichtige Forschung betrieben haben, um das überhaupt durchzuführen. Wir haben viel mit der BOKU zusammengearbeitet und dort einige Versuche gemacht. Wir haben mit der TU zusammengearbeitet und noch anderen externen Forschungseinrichtungen und haben dieses Problem schlussendlich gelöst, wie man Blausäure extrahiert. Vielleicht ganz kurz, um das zu umreißen, was tun wir? Wir stellen eigentlich die Verdauung nach, und zwar bevor der Kern verdaut wird. Das heißt, wir perforieren die Zellen genauso und wir beschleunigen das, was im Körper normalerweise passiert, unter geschützten Bedingungen, machen so eine Art Präzisionsinkubation und können damit dann die Blausäure aus dem Lebensmittel herausziehen. Das Problem ist, es reicht ja nicht, dass es giftig ist, es ist auch noch wahnsinnig explosiv. Das heißt, man muss das Ganze unter ATEX-konformen Bedingungen durchführen, sonst hat man ein Riesenproblem, damit das überhaupt stattfinden kann. Dementsprechend ist eigentlich die Skalierung dieser Technologie nicht so wirklich trivial, weil jedes Mal, wenn man einen Versuch macht, könnte entweder die Bude in die Luft fliegen oder alle Leute im Umkreis von 10 Kilometer vergiftet werden. Und das ist das, was eigentlich eine der großen Schwierigkeiten ist, wenn man mit explosiven, giftigen Stoffen arbeitet, noch dazu in Lebensmitteln. Wir sind gerade dabei, diese Technologie zu skalieren. Wir sind gerade dabei, die große industrielle Anlage zu bestellen. Es sind viele Komponenten.
Hier haben wir auch wieder mit sehr, sehr vielen Partnern zusammengearbeitet und nächstes Jahr wird eine Anlage dastehen, die etwa 3 Tonnen pro Batch, also 3 Tonnen von diesem Samen pro Batch Blausäure frei macht. Ja, so viel zum Thema Blausäure. Der letzte Schlüssel zum Erfolg, sage ich mal, um jetzt aus diesen Reststoffen ein Produkt zu machen, ist, dass man wirklich ein Produkt macht. Weil noch ist es nur ein Samen, der einfach tolle Inhaltsstoffe macht. Und man würde jetzt glauben, dass große Lebensmittelkonzerne super Ideen haben, wie man daraus Lebensmittel macht, weil die haben ja ganz viele Technologien. Und das war ein Trugschluss, sage ich mal. Denn die meisten Konzerne wollen das so vorbereitet werden, wie sie es eigentlich in den Laden stellen könnten. Und das heißt, wenn man schlussendlich das auch verkaufen will, muss man eigentlich präsentieren, wie könnte das ausschauen als fertiges Produkt. Dementsprechend haben wir auch hier Sachen entwickelt. Das ist generell ein Problem von Startups, die im Lebensmittelbereich arbeiten und sich auf Zutaten fokussieren. Die haben immer das Problem, wem verkaufe ich es, wenn keiner weiß, wie es verwendet. Und da gehe ich vielleicht ganz kurz weiter in die Anwendungsfelder, die wir eben daraus machen. Vorher noch ganz kurz ein Bild, das habe ich jetzt vergessen. Das ist unsere Produktion in Herzogenburg. Da oben im Eck, das ist die Andrea, das ist unsere erste Mitarbeiterin bei Kerntec. Nach wie vor bei uns, sie steht hier auch im Labor 2 Stöcke über uns. Wir dürfen das Bild verwenden, wurde uns gesagt. Und hat gerade ihre Zyanid-Extraktionsproben da vorbereitet. Und ja, also das Haus hat die Geschichte mitgeschrieben, sage ich einmal. Jetzt zu der Frage, was machen wir eigentlich für Produkte daraus, weil das ist ja eigentlich das was am Schluss zählt. Das ist Produktgruppe Nummer 1. Das, was man immer machen kann, ist, man presst einfach Öle draus, aus Ölsamen. Ja, wenn man viel Öl hat, dann wirft man die Presse an und extrahiert dieses Öl. Da haben wir auch noch kein Problem mit der Blausäure, weil Blausäure nicht fettlöslich ist und dementsprechend bleibt es im Presskuchen zurück. Das heißt, da konnten wir schon Kunden sammeln und so weiter und sie begeistern. Und dieses Produkt allein macht aber nicht wirklich Sinn, weil man hat diesen tollen Presskuchen, wo eigentlich alle Proteine drin sind und wenn man den wegschmeißt, dann verliert man eigentlich wieder einen Rohstoff und schmeißt wieder was weg. Und das ist auch nicht besonders nachhaltig. Das heißt, was wir machen, das ist quasi ein bisschen unser Steckenpferd, das ist eine Milchalternative aus den Kernen. Man kann sich das vorstellen wie eine Mandelmilch, die sehr, sehr viel Zuspruch erhält, aber auch sehr, sehr viel Kritik. Aus dem einfachen Grund, dass Mandeln etwa 10.000 Liter Wasser pro Kilogramm Mandeln brauchen fürs Wachsen und für die Verarbeitung. Wir liegen bei unseren Marillenkernen circa bei einem Zehntel inklusive der kompletten Verarbeitung. Und wir müssen sie nicht aus Kalifornien holen. Ja, dieses Produkt, Sie sehen da oben links in der Ecke, steht Wunderkern drauf. Wieso? Wir heißen noch Kerntec. Ja, wir haben eine Marke gegründet, genau aus dem Grund, weil wir unseren B2B-Kunden zeigen wollen, wie es geht. Das heißt, wir haben eine Marke für Österreich gegründet, die quasi ein bisschen der Vorreiter und der Pionier ist. Die Marke ist mittlerweile gelauncht. Wir sind mit diesem Wunderkern-Kerntrick mittlerweile in über 600 Supermarktfilialen von Billa, von Reformhäusern und Metro. Und das Feedback ist sehr, sehr gut, weil es einfach gut schmeckt und nachhaltig ist. Und in diese Richtung arbeiten wir quasi auch weiter. Ein kleines Side-Produkt, das wir auch gemacht haben, ist eine Schokoladencreme, weil es einfach so einfach ist. Ja. Man macht eine Nougat-Creme meistens aus Haselnüssen, man kann sie aber auch aus Mandeln machen. Was wir einfach gemacht haben, wir haben uns irgendeinen Nougat-Produzenten in Österreich gesucht und gesagt, hey, tausch doch einfach mal deine Haselnüsse mit unseren Kernen aus.
Der hat das gemacht und wurde eine Woche später im damaligen Merkur eingelistet, wofür er 2 Jahre lang gekämpft hat. Nur weil er einen neuen Rohstoff reingenommen hat, der halt nachhaltig ist. Und so können wir quasi mit diesen riesigen Müllbergen, die ich Ihnen am Anfang gezeigt habe, die Abfall sind, wo vielleicht einzelne Bauern wissen, dass man was daraus machen kann, können wir plötzlich so hochwertige Lebensmittel machen, die schlussendlich bestehende, nicht nachhaltige Lebensmittel aus der Industrie vertreiben. Und das ist ein Ziel, was wir uns gesteckt haben. Wir wollen, dass keine neuen Ressourcen angebaut werden müssen, bevor man nicht mal schaut, was gibt es eigentlich alles da und was kann man verwenden. Und das ist quasi unser Credo und so machen wir auch weiter. Vielleicht noch zum Abschluss. Als Startups hat man dann bei seinem Pitch am Schluss immer noch so ein Need, den man vorträgt. Das, was wir immer suchen, sind gute Forschungskooperationen, Unterstützung auf vielen Ebenen. Wie Sie angesprochen haben, Leinsamen ist ein großes Thema. Wir können unsere Technologie auch für Leinsamen verwenden. Wir haben das auch schon getestet. Wir sind gerade dabei, Forschungskooperationen in dem Bereich aufzubauen, weil es gibt hunderttausende Tonnen Leinsamenpressbuchen, die weggeworfen werden wegen einer neuen EU-Richtlinie, die vor 2 Monaten rausgekommen ist, wo ja der Blausäure-Grenzwert festgelegt wurde. Und damit wird das jetzt alles weggeschmissen, was schade ist, weil es gibt mittlerweile eine Technologie, um das zu lösen. Ich lade Sie herzlich ein, Fragen zu stellen, zu diskutieren, etwas zu hinterfragen. Und wenn Sie Ideen haben für irgendwelche Projekte, auch immer gerne. Vielen Dank. Danke.